Tolle Kostüme. Die Neuseeländer sind platt, die können nicht mehr. Die sehnen das Ende herbei. Es steht noch 1:1 und es wäre eine absolute Sensation. Camoranesi und Sabron dann auf der rechten Seite, die hauen dem in der Zahle. Bishito. 1:1 und sagt die Schuhe aus Neuseeland. Der Tor aus Neuseeland jubelt. Jetzt deutet sich der letzte Wechsel an. Ricky Herberts. Wechsel und es kommt Andy Barrett Green. Geht vom Platz Chris Killen, kriegt nochmal die Ermahnung vom Schiedsrichter. Kannst du nicht runterspazieren, sondern zumindest traben kannst du. Sonst lasse ich das hier nachspielen. Da kann man dann auch schon fast vorausgehen. Andy Barrett nochmal im Team. Chris Woods versucht den Ball einzuhalten gegen Chiellini. Das ist der neue Mann, Andy Barrett. Für Wellington spielt. Marcello Lippi sagt, es gibt kein Land der Welt, in dem der Nationaltrainer so viel auszuhalten hat und so viel Kredit einstecken muss wie in Italien. Und morgen werden sie dieses Ergebnis auch sauber aufs Brot schmieren. Letzte Minute läuft. Freistoß nochmal für Neuseeland. Jede Spielunterbrechung wird jetzt bejubelt von den neuseeländischen Fans. Das wollen sie hier mit allen Mitteln über die Zeit bringen. Da wird eine Riesenparty losgehen, das ist mal ganz sicher. Hier Nate Prince. Wo auch immer sich die neuseeländischen Fans bewegen, aber vor allen Dingen natürlich in der Heimat in Neuseeland. Wird das riesig gefeiert. Einwurf nochmal für Italien. Gibt es nochmal die Möglichkeit, hier einen Angriff zu platzieren? Nachspielzeit ist abgelaufen. Vates lässt die Italiener nochmal ran. Jetzt ist Einwurf Neuseeland. Andy Barrett, der neue Mann. Dort im Zweikampf. Und jetzt schreibt er ab. Der weiß, was ich gehört. Gratuliert seinem Kollegen. Und die neuseeländischen Fans verlieren schon jetzt die Fassung. Es ist sensationell, dieses Ergebnis aus Sicht der Neuseeländer. Natürlich wissen das die Favoriten. Man kann sich immer mal blamieren und die Italiener hat es heute erwischt. Man muss fairerweise dazu sagen, 1982, da wurden sie Weltmeister und hatten in der Vorrunde auch dreimal 1:1 gespielt. Also insofern, wenn man so will, die Vergangenheit bemühen, sind sie auf dem guten Weg, die Italiener. Aber ein inspirierender Auftritt war das hier nicht, was wir gesehen haben. Von Italien, von der Eskwadra. Die Neuseeländer haben natürlich auch nicht großartig gespielt. Und das hat sie gut gemacht. Sie sind in Führung gegangen durch das Tor von James Mertz, dann der Ausgleich durch Jan Quinta und dabei ist es geblieben. Italien, Neuseeland, 1:1, eine weitere Sensation bei dieser WM.